DHL Freight. Die bringen nicht nur deine Waren auf die Straße, die machen auch Spaß. Vielleicht können dich die Kolleginnen ja überreden, Teil des Teams zu werden. Mein Name ist Lea Wolzke, ich bin 26 Jahre alt und bin im Vertrieb Außendienst bei der DHL Freight tätig. Mein Auto ist mein Arbeitsplatz, also ja, ich fahre sehr gerne Auto. Mein Name ist Jasmin Zulinden und ich bin als Ausbildungsleiterin tätig. Ich organisiere alles und plane den gesamten Inhalt der Ausbildung. Alles klar. Hallo, mein Name ist David Daniels, ich bin 29 Jahre alt und hier in Köln der Nahverkehrsleiter bei der DHL Freight. Immer Action, irgendwie über den Tag, kein Tag ist wie der andere. Okay, was sag ich? Hallo, mein Name ist Nesrin Amanetzer, ich bin 23 Jahre alt und ich mache eine Ausbildung als Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistungen bei der DHL Freight. Über meine Kollegen in Duisburg kann ich wirklich nur sagen, die sind mega. Als ich vor 7 Monaten angefangen habe, hat ein Kollege zu mir gesagt, willkommen in der DHL-Familie, und genauso fühlt sich das auch an. Die größte Herausforderung an meinem Job ist, sich individuell auf die verschiedenen Menschen und entsprechend halt an Kunden einzustellen, weil eben nicht jeder Kunde gleich ist. Ich bin glücklich, wenn meine Kunden glücklich sind. Definitiv, ja. Ich bin ein sehr kommunikativer Typ, das heißt, ich mag das auch, mich mit den Fahrern zu unterhalten, die Tourenplanung zu übernehmen, und genauso mag ich das aber auch, mich mit den Unternehmern zu unterhalten und dann so ein bisschen das Ganze zu planen, zu steuern, wie man das zukünftig vielleicht besser machen könnte. Boah, warte, jetzt bin ich raus. Das ist halt so lang. Also grundsätzlich bin ich ein Mensch, der gerne neue Dinge vorantreibt, und ich denke, das zeichnet mich auch aus und das macht mir auch besonders viel Spaß. Ich bin mehr als zufrieden, wie man das, glaube ich, raushört, oder? Wenn du Lust hast auf eine sehr vielseitige und abwechslungsreiche Ausbildung bei DHL Freight, dann bewirb dich jetzt. Also unsere Branche kann nur wachsen statt schrumpfen, und DHL ist ein Arbeitgeber weltweit. So, selbst wenn du dich jetzt entscheidest, ja, nächstes Jahr will ich aber, keine Ahnung, auswandern, ja, ist klar, dann frag doch an, ob du da eingesetzt werden darfst. Bei mir ging's schnell. Wenn du Lust hast, hier Karriere zu machen, bewirb dich.